Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus, zusammen mit Jonas. Servus. Ja, heute stehen erstmal wieder Länderspielpartien an und hier haben wir auch gleich eine Info vorweg. Wir haben momentan es jetzt so gehandhabt, einfach aus diesen Leckgründen heraus, dass wir da jetzt ein bisschen anders hinterher sind. Wir kommentieren die ganze Geschichte jetzt heute mal nach. In der nächsten Folge haben wir noch ein bisschen was anderes vor, wie wir es technisch angehen wollen. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal so rein. Ausgangssituation heute ist erstmal, wir spielen mit Irland, zunächst gegen Finnland. Ja, und die Gruppe, muss man schon sagen, ist alles noch recht beinahe beieinander, ne? Ja, da kann jeder noch, also wir können uns qualifizieren, aber wir können genauso noch rausfliegen, also von daher. Genau, also alles hängt dahinter wirklich mit 5 Punkten aufeinander, dementsprechend für alle anderen auch recht wichtig, die Partie heute. Ja, insgesamt formationsmäßig, wenn wir da jetzt mal so drauf blicken, weiß nicht, ob da noch irgendwas notwendig ist zu ändern. Also unterm Strich sieht das alles noch einigermaßen beisammen aus, auch die Ersatzbank, da hatten wir jetzt ja den Kader nochmal neu nominiert. Vielleicht packen wir noch genau Dorothean vielleicht auf rechts zu Coleman. Ah, 74, 78 ist auch so eine Geschichte. Na komm, machen wir mal. Okay, gut. Wie gesagt, also auf dem Plan steht heute jetzt erstmal das Spiel gegen die Finnen und wenn ich mich nicht schwer irre, danach, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, weiß ich gerade gar nicht, naja, okay, würde ich sagen, legen wir mal so los, die Finnen spielen mal in weiß, wir in grün, obwohl, na, besser blau und dementsprechend wollen wir ganz an die ganze Geschichte jetzt mal reinstarten. Ja, muss mal gucken. Also so gesehen für die Finnen natürlich heute sehr, sehr wichtig, dass sie irgendwelche Punkte holen. Auf unserer Seite natürlich, ja, im Gegenzug wäre es natürlich auch ganz nett. Wir dürfen am besten die anderen natürlich nicht rankommen lassen. Ne? Zweiten Platz, den wir uns am Möglichkeit sichern. Gut, dann würde ich sagen, geht's los in die Partie. Maguire mit dem Anstoß, Kingsley links rüber zu Kelly. Genau, der spielt erstmal auf Brady, hoch zu McCarthy. Arthur. Genau, hier erstmal ein ruhiges Aufbauspiel aufziehen. Wie gesagt, wir haben es jetzt nicht eilig. Das Hinspiel hatten wir, glaube ich, relativ deutlich gewonnen. War das gegen... Nee, ich glaube, das war ein Unentschieden. Das war ein Unentschieden, okay. So, jetzt aber erstmal Kingsley und was ist das denn? Was ist das denn? 3 Minuten gespielt und der Schiri zeigt auf den Punkt. Oh ja. Mein Gott. Der das Captain ja von Finnland. Gut, ne? Ja, der Captain von Finnland hier haut unseren Spieler um. Gucken wir uns nochmal an. Ja, Morin ist das. Ja, geht da viel zu rabiat rein gegen Kingsley. Eieiei. Ja, und das ist jetzt natürlich eine Szene. Okay, ja, jetzt mal kurz gucken. Wen nehmen wir da jetzt? Ja, nee, Brady ist schon der Beste mit 74. So, jetzt Anlauf. Und. Ja, sehr schön. Oh, 1-0. Glück das gehabt. War aber ganz knapp, ey. Ja, Radetzky hat da seine Pranken schon ausgestreckt gehabt, aber das Ding war noch tatsächlich zu weit rechts geschossen. Oh ja. Aber das war auch perfekt, was zumindest diese Position angeht. Hätten wir ruhig noch einen Tacken höher schießen dürfen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber gut, unter Strich ist das Ding drin. Brady mit dem führenden Überraschungstor für uns. Darauf haben wir es gar nicht so eingestellt. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Bobby Brady, zweites Tor für ihn, für den Linksverteidiger. Na, eigentlich linkes Mittelfeld, aber kann man mal so stehen lassen. Ja, und damit ist natürlich die Finnen schon früh gefragt, ne? 5. Minute, 11-Meter-Tor, sie erstmal fangen. Ja. Jetzt nicht unbedingt so der optimale Start in dem Spiel. Für die Finn, für uns natürlich umso besser. Richtig. Sehe ich auch so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Na, Gegenreaktion bleibt erstmal aus. Duffy erobert hier den Ball. Wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier breit möglichst aufziehen können. Oh, schlampiger Pass. Ui, ui, ui. Ui, knapp, knapp, knapp. Ja, Clark Arthur, gut gerettet. Hm. Wie gesagt, jetzt natürlich noch Möglichkeit, die Finn nicht ins Spiel kommen lassen, denen unser Spiel aufzwingen. Machen wir bislang ganz gut. Brady, Kelly, ganz viel übers Mittelfeld. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück voran. Jetzt mal Kingsley. Vielleicht können wir ein bisschen in die Spitze kommen. Weiterhin Kingsley. Dreht nochmal um. Und das könnte eine Schussposition sein. Und. Oh. Ja. Genau da allerdings halt auf dem Keeper drauf. Aber. War auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja, auf jeden Fall. So. Jetzt die Finnen im Ballbesitz mal. Rübergelegt auf Pucki. Rechts rausgespielt auf Lott. Der zu Ring. Die ist, glaube ich, nur low, aber... Ne, da ist ein D hinter. Ist ein D dahinter, okay. Jo. Und jetzt Jensen am 16er. Ah, aufpassen, Ring und... Oh! Eieiei. Schiri lässt Vorteil laufen. Das heißt, das war wohl noch vorm 16er das V-Spiel. Aber das war ganz gefährliches Ding. Eieiei. Das... Ich liebe ja solche Stadien mit so einem tollen Schatten. Ja, da muss ich auch sagen, das echt. Das gesamte Spielfeld geht... Oh.
Ja, das ist halt ein Elend mit diesem finnischen Stadion. Jetzt Jensen, oh shit, vertackelt von Doherty. Jensen jetzt mit viel Platz, muss den Ball nur in die Mitte bringen, zögert lange und da ist die Szene auch fast vorbei. Jetzt Poyampalo nochmal am 16er. Nochmal über links die ganze Geschichte, wieder Poyampalo und da haben wir ihn jetzt. Sehr gut abgedrängt. Da vorne, ich glaube, Arthur war das. Ja, genau, Duffy. Und jetzt das Spiel wieder ruhig aufziehen. Ja, jetzt so langsam kommen die Finnen doch so ein bisschen in eine Partie rein. Machen uns das Leben hier doch ein bisschen schwer. Und oh, nächster Fehlpass. Hetemäe kommt da jetzt dran. Wieder Ring. Viel geht heute über ihn. Pukki rechts raus nochmal auf Lott. Der zieht jetzt durch in den 16er hinein. Und klar hat das Ding. Ja, also wir haben ein bisschen zu ackern auf jeden Fall, Freunde. Eieiei. So, Maguire. Hendrik, jetzt vielleicht mal eine Kontersituation. Jetzt können wir mal schön aufspielen. Das ist gut, das ist gut. Arthur jetzt am 16er ran. Und was ist das denn? Was ist das denn? 26. Minute. Arthur mit dem Chipper über Radetzky. Und was für ein schönes Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das müssen wir mal ansehen. Hier, Arthur, jetzt kommt an Ball. Zieht da links lang und dann chippt er das Ding. Das ist ja halb gewollt, halb Zufallsprodukt. Genau drüber. Aber für Radetzky gar nichts zu machen. Aber was für ein Bogen, der kommt ja auch perfekt runter, ne? Oh, streichelt da fast noch die Latte. Ja, auf jeden Fall. Also das war eine ganz schön knappe Kiste. Aber kann man sich auch auf jeden Fall schon mal freuen drüber. Definitiv. So, und damit auch Arthur mit einem sensationellen ersten Tor. Also so kann man sich auch dann mal hier qualifizieren. Eieiei. Und damit für die Finnen natürlich jetzt schon richtig übel, ne? 2-0 Rückstand. 28 Minuten rum. Die müssen jetzt auf jeden Fall was tun. Obwohl, Kingsley setzt nach. Na, schade, habe ich mich da ein bisschen verhakt. Lott kriegt den. Raus geht auf Towaki. Ne, Und boah. Brady fängt den Ball ab. Genau, McCarthy. Ja, aber auf jeden Fall. Ui. Na, aufpassen. Lamm jetzt im Ballbesitz. Ist das Ganze bislang noch besser gelaufen, als ich erwartet hätte? Schön. Nochmal zurück zum Keeper, Randolph. So ist das Ganze nochmal auf Nummer sicher hier. Also 2-0 Führung, das ist schon recht komfortabel. So, jetzt Maguire, Kingsley. Gehen nochmal jetzt über rechts, über Arthur. Noch weiter rausgespielt auf Kingsley. Ah, schade. Pass in den Lauf wurde dazugestellt. Und jetzt der Konter. Oh, das war ein schöner Pass. Schöner Spielzug Jensen jetzt. Und da vertackelt. Ach, da vertackelt sich, glaube Oh, ich, da war der Ball Duffy schon war fast im das. Aus, Mensch. Ui, 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 ui. Und jetzt Wing und Randolph. Gut Ja, gehalten. gut. Ja, hätten die Finnen durchaus ein bisschen mehr rausmachen müssen. Aber du hast recht gehabt, da vorne war der Ball eigentlich schon fast im Aus gewesen. Haben ein bisschen Pech gehabt. Naja, egal, ist ja nichts passiert. Jetzt Dolphy, direkter Gegenzug. Arthur über rechts. Und Lamm grätscht da schön rein. Gibt die Ecke. Ja, bei den Finnen natürlich jetzt im Fokus. So die Stürmer rund um Poyampalo. Bislang noch keinen einzigen Schuss irgendwie aufs Tor gebracht. Also für ihn ist die Partie bislang nicht wirklich was. So, ey, kommt jetzt rein auf Clark. Der springt hoch und ja, Radetzky hat das Ding. Und weiter Abschlag nach vorne. Klar, die Finnen suchen jetzt natürlich die Lücke. Und da ist jetzt vielleicht mal Pukki. Wenn der zurück zu Poyampalo. Nee, der geht jetzt über rechts. Pukki auf rechts. Flanke müsste jetzt irgendwann kommen. Nee, er zögert wieder so lange raus. McCarthy bleibt dran. McCarthy super geklärt im Zusammenspiel mit Dorphy. Sehr, sehr schön. Arthur, Henrik. Und da sind wir raus aus der Nummer. So, Kelly nochmal, jetzt sehen wir gerade, Hietemai hat sich bei den Finnen wohl ein bisschen wehgetan. Hat er gerade die Einblendung bekommen, unten, mit dem kleinen Kreuz. Jetzt Arthur nochmal über links. Durfi. Mit der Flanke. Ne, Captain Moen dazwischen. Dieses Mal deutlich souveräner als in seinem Zweikampf da in den ersten paar Minuten. So, jetzt Ecke, hier nochmal auch der Hinweis an dieser Stelle, Hietemai mit der Verletzung. So, Duffy. Nochmal rechts rausgelegt auf Kelly. Arthur. Maguire. Maguire. Ah. Na, Ballverlust ist jetzt aber auch nicht so wild, denn da ist jetzt auch schon der Halbzeitpfiff. Gut, sehr schön. Kann man aber, denke ich, nicht meckern. Ja, Für die erste Halbzeit. gutes 2:0. Und auf jeden Fall von Arthur natürlich ein klasse Tor. Eieiei, also das ist so ein Ding, das ist echt schon Schuss für die Galerie gewesen. So, wie sieht es aus in der Mannschaft? Na,
Clark und Duffy. Unsere Innenverteidiger lassen wir mal so stehen, aber das wären wir auf jeden Fall ein paar Wechselkandidaten. Klar, gut, dass wir jetzt auch 2-0 führen an dieser Stelle, ne? So kann man dann nachher nochmal ein bisschen defensiver wechseln. So, jetzt wir natürlich von links nach rechts, Seitenwechsel, 46. Minute, Duffy. Duffy, Dorothy, Arthur, Fendrick. Oh, schöne Drehung. Oh, jetzt zieht er mal das Tempo ein bisschen an. Rüber geht's zu Maguire. Maguire, Maguire! Maguire! Oh. Da kann man schon mal abziehen. Das war nicht so. Ja, obwohl, ja doch, ein bisschen was gefehlt hat dann doch noch. Aber schon auf jeden Fall ein solider Schuss. Ja, für uns ist natürlich wieder klar, weiterhin, also so wie wir es in der ersten Halbzeit auch gemacht haben, den Finn viel unser Spiel aufzwingen, möglichst natürlich durch die Mitte, alleine schon aufstellungsbedingt. Dieser Abschlag geht jetzt ein bisschen Seiten aus. Brady, dementsprechend auch hier wieder ein geschenkter Ball für uns. Ganz locker nochmal hinten rüber über Randolph. Duffy, rechts raus. Dorothy. Arthur. Ja, also so kann man auf jeden Fall mitarbeiten und auch da wieder ganz viel Platz auf links. Also mit unseren schnellen Flügelverlagerungen, da komme ich so schnell hinterher. Jetzt Maguire, Kingsley. Kingsley versucht's. Oh, Pfosten! Eieiei. Das war eng, Freunde. Pfostentreffer von Ja. Kingsley. Eieiei. Das wäre fast das 3-0 gewesen. Und das hieß jetzt wohl auf jeden Fall frühzeitiger Knockout. So, aber jetzt natürlich Finn weiter im Rennen. Jetzt auf Poyampalo, Poyampalo und abseits. Puh. Eieiei. So, auch hier schon mal der erste Wechsel bei den Finnen. Sie müssen jetzt natürlich mehr tun. Ich denke, wir gehen jetzt auch nochmal rein. An dieser Stelle werden hier auch nochmal durchtauschen. Hatten ja schon vorhin mal angemerkt, dass unsere Innenverteidiger ein bisschen platt sind. Clark, Duffy, wen kannst du da jetzt besser rausnehmen? Ja, Clark ist, denke ich, da die richtige Entscheidung. Weiter geht's. Und auf der anderen Seite geht natürlich Lott raus. Jetzt für Sosalo oder so hieß der, glaube ich. Und unser Wechsel halt in der Innenverteidigung. Einfach damit wir den Dampf im Laufduell mithalten können noch. So, jetzt Dorothy und Arthur. Hendrik. Kelly. Traust du Brady zu Kelly, Hendrik, McCarthy, Dorothy? Ja, jetzt mal mit ein bisschen Platz. Geht ein paar Meter. Legt rüber zu Maguire am 16er Ja. Kante. Nochmal schön rüber gespielt. Arthur, Kingsley und Kingsley. Oh. Ja, gute. Ja. Ja, okay, ja. Kingsley, das kann man schon mal ein bisschen besser verwerten. Ja, durchaus. Aber hier sehen wir auch nochmal die Dominanz in den Statistiken. Wir 7 Schüsse, die finden erst einen einzigen bei uns irgendwie auf dem Kasten platziert. Auch Ballbesitz 60% auf unserer Seite. Das ist durchaus eine Marke. Jetzt Jensen über links. Vielleicht noch der mit dem meisten Offensivzug. Poyampalo und. Kelly hat den. Sehr gut. So, jetzt Henrik. Wieder schnelle Umschaltsituation. Gut gespielt über Maguire. Ah, bleibt dabei kleben. Schade. So, wieder weit rausgebolzt von Radetzky. Maguire holt das Ding. Legt jetzt links raus auf Hendrik. Hendrik, Hendrik! Das gibt's ja nicht! 3-0! Heute Tag der Traumtore, oder wie ist das? Ach du Scheiße! Das wäre schon wieder so eine Butze aus dem Nichts. Gut, okay, hier schön links rausgespielt. Und dann an der 16-Kante nimmt er sich einfach mal hier ein Herz und genau in den Knick. Ach du Scheiße. Was ein schönes Teil für Radetzky im Kasten natürlich nichts zu machen. Da kann er übergreifen, wie er lustig ist. 3-0. Ja, und damit müssen wir wohl sagen, ist die Katze im Sack, ne? Das sind drei Ja, also ich Punkte. denke mal, wenn wir das jetzt noch verlieren würden. Ja. Nee, das geht gar nicht mehr. Jo. So, wir gehen jetzt natürlich dann nochmal hier in die Wechselmenü. Ziehen jetzt nochmal in den zweiten Wechsel. Cunningham kommt noch auf links für Torschützen Brady. Hat ja einen guten Job heute gemacht mit seinem Elfer. Ansonsten kann man doch mal leben. Und den dritten ziehen wir am besten auch nochmal. Brian nochmal für Arthur. So, dann haben wir nochmal ein bisschen defensiv uns nochmal verstärkt hier. Auch dann auf die letzten Minuten. Also gut, sind ja sogar tatsächlich noch ein paar mehr, ne? Ja, aber. Ja, taktisch natürlich auch noch eine kleine Umstellung. Gehen jetzt dementsprechend auf Konter. Hätte ich eigentlich schon beim 2-0 machen können, aber jetzt beim 3-0 spätestens auf jeden Fall der Fall, dass das mal sein kann. Ja gut, und die Finnen, ne, was kannst du jetzt an deren Stelle noch machen? Entweder du gehst jetzt natürlich voll nach vorne oder du betreibst ein bisschen Schadensbegrenzung. Die Finnen entscheiden sich wohl für das Erste, verlieren hier aber direkt schon wieder den Ball. Randolph jetzt hinten im Kasten. Kein Problem hier für ein schönes Aufbauspiel. McCarthy. Ja, da kann man sich auch mal Zeit lassen, mittlerweile 71 Minuten gespielt. Kelly, Henrik. Brian, Dorothy,
Wieder Hendrik. Ach, das ist schön, uns hier beim Kicken zuzusehen, ey. Das läuft wie am Schnürchen. Guck mal, die Finnen kriegen überhaupt keinen Zugriff in die Zweikämpfe. Jetzt wieder Hendrik. Kingley, schön wieder rausgeht auf Dolphy. Im 16er ist mittlerweile schon. Dolphy muss eine Anspielstation suchen, findet Kingley. Na, nicht ganz. Ah. Lamm hat das Ding jetzt geklärt. Aber wirklich, also die sehen überhaupt kein Land hier gegen uns. Jetzt nochmal der Wechsel bei Finnland. Pukki raus, Makran kommt für ihn rein. Nochmal hier ein großer, langer Stürmer, aber ich befürchte, sowas kommt jetzt dann definitiv zu spät. Das hätten sie vielleicht schon zur Halbzeit wechseln müssen. Jetzt McCarthy, schöner Chip auf Hendrik. Hendrik wieder 16er Tor. 4-0. Doppelpack Hendrik. Ein hübsches Ding, ey. Ja, ey, unfassbar. Hier wieder ein Chipper, der auch wieder genau in die Laufbahn kommt. Der Verteidiger verschätzt sich. Ich glaube, das war schon wieder Captain Moron da vorne die Ecke. Ja, war er. Und ach, herrlich, Hendrik. Ja, mach das Ding, mach den Doppelpack und ja, was willst du als Radetzky noch machen, ne? Hast du einfach keinen Bock mehr. 4-0. Naja, kann ich nachvollziehen. Hendrik, jetzt, das war schon sein drittes Tor in der Qualifikation. Nicht schlechter Specht. Aber das ist jetzt auch schon deutlich. Und diese Deutlichkeit, das spiegelt sich natürlich in der Tordifferenz auch wieder, ne? Was ja für uns auch noch ziemlich wichtig werden könnte. Das stimmt natürlich. Dementsprechend, jetzt nochmal die Finnen. Ziehen jetzt an über den eingewechselten Scrub. Legt nochmal hinten rum. Toimaki. Scrub, hoher Weiterball. Na, auf Makranen, Randolph. Gut antizipiert. Wir klären das Ding jetzt erstmal auf Nummer sicher raus. Würden ganz gerne, wenn es geht, zu Null spielen. Ich gehe nochmal ganz kurz ins taktische Menü, beziehungsweise muss da mal ganz kurz pausieren. Brian. McQuire. Links raus rüber auf Kingley. Ja, der geht jetzt natürlich auch ein bisschen auf Zahnfleisch. Nochmal auf McQuire. Der stößt jetzt vor den 16er. McQuire. McQuire schießt. Radetzky. Brian! Und das Ding ist wieder drin. 5-0. Da hast du also, das bestimmt was am Schwierigkeitsgrad geändert. Ja, genau. Ich hatte da noch ein bisschen rumgefummelt gehabt. Hab das ja noch wieder ein bisschen gegenkorrigiert. Also, wie gesagt, das Einzige, was er halt jetzt nur auf jeden Fall bei 50 noch ist, sind halt die Sprintwerte, weil die ja damals zu OP waren. Aber okay, wie wir die jetzt hier auseinandernehmen, eieiei. Das ist, ja, das ist jetzt natürlich schon heftig. 5-0. 85. Minute, aber man muss auch sagen, die Finnen spielen aber auch einen schlechten Fußball. Also, das muss man definitiv so sagen. Jetzt nochmal wieder hoch und weit, das ist aber alles ziemlich einfallslos. Kommt trotzdem an, ne? Aufpassen. Ne, Cunningham ist dazwischen, sehr schön. Nochmal Kingley, McQuire, Brian. Schön. Guck mal, wie wir uns einfach auch rausspielen können aus so einer Pressingfalle. Hendrik. Nochmal hinten rum, McCarthy. Es sitzt aber auch einfach jeder Pass. McQuire, da habe ich es gerade gesagt. Ja. Na, aber wieder hier Balleroberung von uns im Mittelfeld. Wieder McQuire, Brian. Nochmal wieder schön rumgedreht, das ganze Ding hier. Kingley. Nimmt nochmal Dolphy mit, der zieht auf rechts jetzt in den Strafraum wieder hinein, legt in Mitte ab für Hendrik und, oh, Radetzky. Ja, der arme Mann kriegt heute dann doch nochmal einen Ball zu fassen. Echt auch für ihn natürlich ein ganz schön beschissener Tag, ne? Ecke wurde es abgeblockt von Jitemai, hat sie von seiner Verletzung wieder erholt. Ball kommt nochmal zu Brian, da haben wir uns auch wieder an Jitemai hier festgehakt und da ist auch der Abpfiff. Ja, wir gewinnen das Ganze souverän 5-0. Ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also das ist definitiv eine Leistung, keine Frage. Das ist durchaus... Ah, noch ein Bruder von unserem Malte. Ach so, ja, gut, das kann natürlich sein. Ja, du weißt ja diese Manager-Geschichten. So, Spieler des Tages, Hendrik mit seinem Doppelpack. Obwohl für mich persönlich eigentlich der Spieler des Tages Arthur ist mit seinem geilen Lupfer. Obwohl, ja gut, stimmt, der Schuss in den Winkel, der war auch nicht übel, ne? Muss man ja so sagen. Gucken wir mal hier auf die Statistik. 12 zu 2 Schüsse, 9 zu 1 aufs Tor, fast 60% Ballbesitz. Das ist einfach drückend überlegen. Aber auch unsere Chancenverwertung, was die Schüsse aufs Tor angeht. Ja, 75%, das war heute natürlich auch phänomenal. Wir haben zwei Spieler mit 10,0, Hendrik und McCarthy. Ach du Scheiße. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist wirklich nicht übel. Gut, Tor geschossen haben heute Arthur, Brady, Hendrik und Wine. Mal fünf Buden kann man mal machen. Das ist schon definitiv nicht schlecht. Vorlagen. Achso, McCarthy hat. Achso, der hat zwei Vorlagen gegeben. Das macht schon Sinn, ne? Das. Also von daher. Gut, kann man so stehen lassen. So. Gut, dann gehen wir mal einen Step weiter. Ja, aber das war schon nicht übel, oder?
gut, also. Da kann man auf jeden Fall mit leben. So, jetzt gucken wir auch hier auf die Tabelle. Ich habe bei dir gerade wieder ein bisschen doppelt. Und ja. Also wie ihr sehen könnt, wir haben uns da jetzt ein bisschen abgesetzt. Gerade auch tordifferenzmäßig. Gut, die Schweden sind jetzt noch nach. Klar, vorne weg marschieren die Spanier, ne? Gegen die hast du halt keine Schnitte. Ja. Die haben jetzt ja auch alles gewonnen, was ihnen bislang im Weg kam, auch gegen uns natürlich verdient. Da waren sie einfach überlegen. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir zurück in den Liga-Alltag. Haben hier noch eine Mail, gucken wir mal ganz kurz rein. Ist Clays, der möchte ganz gerne spielen. Ich denke, das lässt sich auch soweit einrichten, ne? Ja. Da muss man jetzt nicht lange drüber fackeln. Boah, gucken wir mal gucken hier. Also 11 scheint soweit ganz gut zusammen zu sein. Wie gesagt, jetzt hier halt nochmal den Clays van der Linden-Wechsel, den man auf jeden Fall vollziehen kann. Aber ansonsten die Mannschaft dank Länderpause einigermaßen auf dem Damm. So. Und unser nächster Gegner, nachdem ich jetzt den kleinen Tonfehler hier hatte. Ach, ich wollte nochmal ganz kurz gucken, fällt mir gerade ein. Genau, ich wollte mal ganz kurz an dieser Stelle gucken, wie es mit unzufriedenen Spielern aussieht. Ne, sind nur Steinherr und Van Bergen. Ja, gut, okay, die sind ja immer unzufrieden. Ja, genau. Dementsprechend, die spielen schon. Ansonsten auf Ersatzbank muss man jetzt auch nichts unbedingt ändern. Genau, und unser nächster Gegner, wie gesagt, ist jetzt Bremen, habt ihr vorhin schon gesehen, die damals mit uns zusammen mit aufgestiegen sind, auch die haben einen ganz soliden Saisonstart erwischt. Platz 7, 4 Siege, 3 Unentschieden. Das ist nicht übel. Natürlich nicht ganz so geil wie wir. Auch nur 5 Punkte von uns entfernt. Ja, gut, ne? Aber wie gesagt, also wir sitzen da oben gerade auf einem extrem guten Ross, ne? Also wir haben auch halt Punkte geholt, wo man es einfach nicht erwartet. Das stimmt. Dementsprechend. Also. Sieht das alles sehr gut aus. So, wo wir reinstarten, Bremen natürlich im klassischen Grün, wie heute im Auswärtsweiß. Ja, was sagst du gegen Bremen? Jetzt auswärts, was kann man da holen? Ist ein Sieg drin, denke ich. Ist ein Sieg drin, sagt er sogar. 3 Punkte. Ja. Mit unserer Form, Alter, ja, also... Ja, das stimmt schon. Also wenn man die Formkurse sich ansieht und auch die Tatsache, wie gesagt, dass wir uns ja verstärkt haben an allen Ecken und Enden. Ich sag auch, Bremen müsste jetzt eigentlich so ein Gegner sein, wo man durchaus 3 Punkte einplanen kann. Gegen den Abstieg, beziehungsweise für uns ja jetzt eigentlich mehr Richtung Mittelfeld. Beziehungsweise die ersten Spieltage liefen ja sogar so gut. Da muss man vielleicht nochmal... Richtung Champions League. Ja, nee, also das Saisonziel können wir nochmal uns zur Mitte der Halbserie nochmal ansehen. So, dann korrigieren wir es vielleicht nochmal. Aber dementsprechend, also kann man bislang ganz zufrieden sein. So, jetzt Eggestein erstmal in der ersten Aktion hier. Ball rübergelegt zu Oberlin. Oberlin hier auf Petzos. Schön rausgespielt auf Gaspar. Gaspar legt in die Mitte und Van Drongelen. Ja, Van Drongelen erstmal. Aber die Bremer bleiben erstmal im Ballbesitz. Garku. Gegen Fede und da räumt unser spanischer Sechser den gut ab. Rausgeht auf Steinherr. Ah, schade, bleibt am Knoche hängen. Garku, Petzos und die machen das Spiel auch ganz schön schnell. Aber so schnell und hart spielen die Zuspiele, dass die auch mal gelegentlich zu uns kommen. So, Fede. Krause, hintenrum, Clays, schönes Aufbauspiel. Und da sehen wir nochmal 10 Spiele, erst 6 Gegentore. Die Defensive ist unser absolutes Prunkstück dieses Jahr. Also im ganzen Gegensatz halt zum letzten Jahr, das war ja echt teilweise echt übel. Und jetzt hier schön rausgelegt, schade. Ja. Ja, nur Offensive ist jetzt. Oh, Krause. Schade. Kann da fast den Ball behaupten. Jo, und jetzt hier Oberlins, oder Oberlin, wie auch immer, zieht jetzt hier über den linken Flügel. Oh, Van Drongelen, das war mal ein klasse Tackling, wenn er den jetzt halten kann. Nee, kann er nicht. Jetzt Oberlin. Ach doch, Van Drongelen im Nachsetzen, jetzt hat er ihn, schade. Also, gut für uns, ne, schade für die. Jetzt vielleicht eine Kontersituation, Fragezeichen. Clays zieht nochmal das Tempo an, oh, bleibt man Cagliola hängen, kann den Ball aber noch hinten rumretten. Fede, Clays. Ja, wie gesagt, also fürs absolute Top-Team sage ich auch langfristig fehlt uns noch so ein bisschen der offensive Punkt. Aber ja, bleiben hier auch schon der Haken. Aber ich sag mal so, ich denke, nach 10 Spieltagen, wer mit 20 Punkten schon dasteht, ich glaube schon, dass wir sagen können, den Abstieg kriegen wir dieses Jahr schneller verhindert als letztes Jahr. Ja, hoffentlich. Ja, das wäre jetzt noch riesen Niederlagenserie incoming. Mhm. Gut, jetzt aber erstmal. So ähnlich wie in der Snapchat auch schon vor einigen Jahren. Diese riesige Niederlagenserie hat. Ja, oh Gott, frag nicht. So, jetzt hier mal eine neue Eckenvariante von mir eingeführt. Kurz gespielt auf Van Bergen, Flanken, Van Drongelen! Oh, ja. Da muss Pavlenka sich schon mal ein bisschen recken, ne? Ah. Kann man schon mal so spielen. So, jetzt nächster Anlauf. Diesmal ein bisschen weitere Ecke. Na, schade, Van Drongelen kann den Ball nicht verarbeiten. Kontermöglichkeit, Bremen bei Oberlin. Eggestein. Oberlin, Kouame, Garku hintenrum, wieder Oberlin,
Sehr, sehr viel geht heute übrigens über ihn. Bislang, ne? Aber wir können. Genau, wir können den Ball abfangen, dementsprechend. In unseren Reihen jetzt hier wieder Henry. Nochmal hochgespielt. Ja, deswegen, wir wollen die ganze Sache immer ein bisschen ruhiger angehen, dann punktweise zuschlagen, halt, ne, da wo gerade ein bisschen Platz ist, dass wir da mit unseren schnellen Leuten kommen, wie jetzt hier zum Beispiel, schön gespielt auf Van Bergen über rechts, zieht den Haken, noch einen Haken, ja, dann musst du leider wieder hinten oben spielen, das geht nicht anders. Krause ist nochmal mit dem Ball, Fede, ja, aber die stehen auch gut, ne? Ja, das stimmt, die waren hinten gut zu. Ja, jetzt Neumann mal mit ein bisschen Platz auf Giert, ne, ach, schade. Bleibt auch da wieder ein Knoche hängen. Eggestein, Gegenzug Bremen. Aber bislang noch relativ offene Partie. Eggestein, da muss man aufpassen, unten links läuft der. Ne, wird nicht angespielt. Ah, Henry grätscht daneben, tackelt daneben. Oberlin jetzt mal und, boah, gut. Ja, Blockmann. Ach nee, das war jetzt eher einer der leichteren Aufgaben. Dankbarer Ball, kommt recht langsam, schöne Höhe. Da kann man sich mal einmal abtesten hier. So, jetzt wir wieder im Aufbauspiel. Krause, auch für mich ein sehr wichtiger Mann bislang. Jetzt hoher Ball auf Van Bergen vielleicht. Oh, nimmt das schön mit. Klopfer Krause. Ah, schade. Wenn der dann ja, zu Benny. Okay, also, ja, wenn also der dann zu Benny kommt. 16 hast du, nee. Wenn der dann zu Benny kommt, da vorne, in die Spitze, dann sieht ja. Der Ganze schon besser aus. Also, das war zumindest ursprünglich mein Plan an dieser Stelle. So, jetzt Henry über links. Spielt in der Mitte. Clays. Nochmal hinten rumgelegt. Fede. Rechts rausgespielt. Ah, kommt zu kurz. Gaku. Ah, aber der hat Krause. Ja, auch hier wieder ein solider Fehlpass bei den Bremern. Henry. Fede. Ah, der ist mal ein bisschen Platz. Na, schade geblockt. Hat aber den Ball noch. Jetzt nochmal hinten rausgespielt. Krause auf rechts von Bergen. Ah, aufpassen, nicht festhaken. Glück gehabt, dass wir da einen Ball behaupten können. Neumann. Feder, wir schnüren die jetzt hier regelrecht ein, die Bremer. Jetzt mal Henry, hier ein bisschen Platz. Henry mit Zug zum Tor. Ah, Petzos. Nee, Petzos war dazwischen. Das wäre noch schlimmer. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass wir uns irgendwie besser schlagen. Meinst du? Also mit dem 1-0 habe ich jetzt schon gerechnet gehabt, ehrlich gesagt. Jetzt bis zur Halbzeit. Ja, also, das ist ja auch, also viel ist ja hier auch der Bremer Defensive geschuldet, ne? Definitiv, also die stehen hier hinten so eng und so dicht, da kommt man wirklich nicht gut durch. Na, und vorne setzt sie immer wieder den Nadelstich. Jetzt die Kouame. Zieht man mit ordentlich Tempo ein bisschen an hier nochmal vor der Halbzeit. Flanke kommt und Blockmann. Ja, Blockmann. Ja, spektakulär weggefaust. Blockmann einen auf Superman. Ach nee. So, und jetzt gleich nochmal der letzte Gegenzug hier vor der Halbzeit. Nachspielzeit läuft schon nochmal auf Stein her. Ah, kriegt er den? Schade. Ja, Giert. Stein her. Komm, Junge. Nee, Verbergen ist es. Oh Gott. Mensch. Cardiola dazwischen. Und das war's. Naja, gut, okay. Ja, 0 zu 0 zur Halbzeit. Ja, also recht dominant, aber auch irgendwie durchwachsen, ne? Ja. Muss man so stehen lassen. Also es geht unterm Strich, wo klar, hier sehen wir auch eine Statistik, wieder 60% Ball, deutlich überlegen, obwohl wir heute, wie gesagt, nicht so den Zug jetzt zum Tor finden, wie jetzt im Spiel noch von Irland. Liegt vielleicht auch daran, dass die Spieler da eine andere Qualität hatten. Ja, also so ein McCarthy. So Nationalmannschaft. Ja, so McCarthy. Ein paar Spieler hätte ich gerne hier im Team. Ja, definitiv. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, wie gesagt, Maguire steht ja bei uns auch zumindest so auf der Beobachtungsliste. Jetzt hier mal Van Bergen übrigens, der jetzt das Tempo anzieht, Zweierdrehung. Ach, schade. Ne, bleibt beim Abraham kleben. Ne, ja, deswegen, also da sind wir auch noch bei uns ja noch zu verstärken und verstärken zu wollen. Wieder schöne Einsatz von Krause, by the way. Ne, Abraham wieder dazwischen. Toll, nettes Hin und Her. Ne, wo war ich jetzt? Genau, weil wir uns da verstärken wollen, steht auf jeden Fall Maguire als einer unserer Entdeckungen in der Nationalmannschaft auf der Liste. So, jetzt bei uns nochmal Aufbauspiel. Krause, Henry, sehr schön. Auch wirklich nahezu One-Touch-Fußball, ne? Sieht gut aus. Jetzt mal Benny. Ach, Cardiola. Mach du erst mal. Ja, also es ist einfach auch diese Viererkette, ne? Du bleibst halt permanent kleben einfach. Mhm. Jetzt Kouame. Wieder so Zeit für so einen Bremer Nadelstich. Ach, Seiten aus. Den sieht er jetzt oder was? Na. So, Delaney kommt nochmal für Petzos rein. Petzos heute ein bisschen wirkungslos geblieben, tatsächlich im Mittelfeld. Kouame, Gaku, Gondorf. Heute auch bislang wenig von ihm gesehen. Gondorf, dafür zieht er jetzt mal ordentlich ein bisschen das Tempo an. Gondorf legt rüber zu Delaney. Delaney! Hat da einen freien Schuss. Ja, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, diese Nadelstiche, die sind echt brandgefährlich. Also auch wenn du 60% Ballbesitz hast, du musst was mit diesem Ballbesitz machen, ne? So, unser nächstes Spiel seht ihr schon oben. Wir spielen als nächstes gegen RB Leipzig. Auch eine sehr unterhaltsame Partie dann. Wir haben ja jetzt, war das gestern Abend? Oder
vorgestern Abend haben sie ja hier gegen hier Marseille gespielt. Marseille gespielt, genau. Ja, genau. Sehen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr ordentliche Partie, muss ich auch sagen. So, jetzt Krause, vielleicht haben wir jetzt mal eine Chance hier. Gut gespielt auf Benny! Benny! Ja. 1-0! Eieiei, ja. ei, da verquatschen wir uns gerade so ein bisschen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Aufbau des Angriffs fast verpasst. Aber wir führen 1-0. Unser Stoßstürmer schlägt wieder zu. Wenn du gerade vorhin noch über Maguire als Ersatzmann geredet hast, beziehungsweise als Giert-Ersatz, da schlägt der Stoßstürmer wieder zu. Gucken wir uns nochmal an hier, schön gespielt, Krause. Ja, und dann im schnellen Zusammenspiel mit Clays und dann Giert, aber feine Schusstechnik, ne? Da unter Bedrängnis macht er seine mittlerweile vierte Bude. Ja, können wir uns auch nicht drüber beklagen. Gehen jetzt nochmal in Wechselmenü. Ein paar Leute sind jetzt auch schon ein bisschen schwächer wieder auf der Brust. Die übliche Clays von der Linden wechselt wieder völlig und auch Brandt auf rechts zu Neumann. Aber da hast du jetzt dann 1-0. Muss man auf jeden Fall so sagen. Dementsprechend jetzt die Führung und das könnte uns natürlich aus dem ganzen Partie jetzt ein bisschen mehr Schwung verleihen, ne? Okay, keine Ahnung, wo mein Co-Kommentator gerade wieder abhängt. In den Weiten des Netzes. Ja, dein Kommentar so. Ah, okay. Wieder da. Ist wieder da, gut. Ich habe gerade gesagt, da hast du dein 1-0. Ja, das habe ich gehört. Dementsprechend, das könnte der Partie jetzt auch ein bisschen neuen Schwung halt verleihen, ne? Dadurch, dass die Bremer jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufmachen müssen. Mal guckt euch das an, was die da hinten spielen. Das ist ja Vierer-, Halb-Fünfer-Kette. So, jetzt Krause. Brand. Also es geht hier eigentlich auch munter weiter. Ein bisschen lasch gespielt. Haben Glück gehabt, dass er überhaupt ankommt. Fede. Na, optimistisch gewesen. Ja, genau. Gondorf. Rausgelegt. Eggestein. So. Ja. Gondorf wieder. Gondorf wieder. Schöner Flügelwechsel, wenn da Brand nicht wäre. So, Van der Linden gewinnt den Ball jetzt von Bergen. Na, gegen zwei Leute. Oh, ja, da kann das Tempo anziehen. Oh, ja. Uiuiui. Der Typ hat immer so eine Geschwindigkeit. Dreht jetzt nochmal ab. Nimmt Krause mit. Ja, Krause auch noch mit dem Dreher, in den 16er gespielt, Stein her, schön weitergeleitet, Van Bergen, im 16er, ärgerlich. Ja, Gondorf ist da natürlich körperlich leicht überlegen, aber Ball landet auch schon wieder sofort bei uns, schön rübergelegt auf Benny, rausgelegt auf Van Bergen, das war mal... auch rapiates Einsteigen. Wollte gerade sagen, das kann man auch unter Kategorie Block bezeichnen, ne? Na, ob das so regellegitim ist, naja, lass mal hingestellt sein. Der nächste Bremer Angriff wird jetzt hier erstmal von Van Drongelen unterbunden. Gibt auch sogar einen Einwurf für uns, hat er stark gemacht. Wir ziehen jetzt hier nochmal die letzte Wechseloption, würde ich sagen, an dieser Stelle. Bringen nochmal, wen bringen wir denn da? Ja, Kleinsorger bringen nochmal auf rechts. Für den Van Bergen. Ja, schade, also Van Bergen muss man auch sagen, der war wieder seit langem auf dem Tor für sich, so wegen seiner Laune auch. Da müsstest du ihm eigentlich mal wieder gönnen. So, jetzt natürlich auch nochmal Wechselball auf Bremer Seite gerade eben gesehen. Gondorf, er defensiver Mann, geht raus. Für ihn kommt der nächste Eggestein rein. Ich glaube, Maximilian war das jetzt gerade, der kommt. Also auf jeden Fall was mehr für die Offensive. Ist klar, Bremen muss jetzt ein bisschen was tun. Und attackieren jetzt hier auch ein bisschen früher, ne? Ja, da hinten sind jetzt ein bisschen mehr Räume, wie ihr jetzt sehen könnt. Kleinsorge, schön gespielt zusammen mit Brand. Wieder auf Kleinsorge. Bleiben wir kleben. Kouame. Guardiola, schön weggeblockt. Also Van Drongelen, das ist auch so ein Transfer, der hat sich echt gelohnt. Also unsere niederländische Abwehr da jetzt, die steht relativ sicher. Plockmann, Van Drongelen. Wir sind ja der halbe Niederlander, also von daher. Ja, das stimmt schon. Also der Anteil ist relativ hoch. Jetzt Brandt. Sieht da vorne Kleinsorger starten. Sehr, sehr schön. Kleinsorger jetzt auf rechts. Könnte eine Flanke spielen. Spielt ihn flach rein für Van der Linden. Ach, Delaney. Ärgerlich. Ja, also es sitzt so, der letzte Pass, dass wir noch ein bisschen Zug zum Tor entwickeln können. Der sitzt nicht immer. Mittlerweile aber schon 81 Minuten gespielt. Jetzt Oberlin. Aufpassen. Henry. Ja, der Mann ist natürlich schnell genug. Ja, und Plockmann macht das dann souverän. Sorgt mal hier ein bisschen Zeit, um sich ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Dafür ist der Ball in der gegnerischen Hälfte landet. Und, Kleinsorge. Fairer Zweikampf. Gewinnt er den Ball, legt ihn zurück auf Stein her in den Rückraum. Stein her könnte schießen. Eggestein springt da wieder rein. Ist das ärgerlich. Und es geht direkt auf der anderen Seite weiter. Oberlin, jetzt zieht die Partie tatsächlich mal ein bisschen wieder an Tempo an. Schöne Haken. Gaku, aber Van Drongelen passt auf. Holt sich den Ball jetzt hier im Nachfassen. Sehr, sehr schön. Van der Linden, der ja jetzt relativ ruhig ist im Aufbau. Fede giert. Haben wir dabei auch ein bisschen außer Puste. Kleinsorge. Verspringt das Ding. Nee, er hat ihn noch. Er hat ihn noch. Kleinsorge. Aluminium. Szene noch nicht vorbei. Stein hier nochmal. Im 16er. Legt nochmal rüber für Van der Linden. Der macht nochmal eine schöne Drehung. Van der Linden und Ecke. So, wir gehen auch in die Nachspielzeit rein. Eieiei, nochmal Wechselball Bremen. Aber ey, da müssen wir mal einen Sack zumachen. Unfassbar. Der hat hinter den Schuss so eine Power reingeschossen.
legt und dann geht das Ding genau auf die Latte, dass das Ding nicht durchgebrochen ist, ist schon ein halbes Wunder. Ach nee. So, jetzt nochmal Ecke, Giert, Knoche klärt das Ding, Ball landet bei uns. Wie gesagt, wir können das jetzt aber auch ein bisschen locker runterspielen eigentlich. Haben wir jetzt nicht mehr unbedingt die Not. Eieiei. Ja, und da ist der Abpfiff. Ja, 1-0, 3 Punkte, ne? Ja, also ein bisschen dreckiger Sieg, Arbeitssieg so, war jetzt nicht so die ganz große Endnummer, aber kann man mit leben. Hätten, wie gesagt, jetzt das 2-0 auch eigentlich machen müssen noch. Ja, aber waren die überlegene Mannschaft auf jeden Fall. Sieht man auch hier wieder in Statistiken, nochmal 60% Ballbesitz, also die Spieler häufen sich langsam mit dem Ballbesitz, ne? Ja, jetzt, wo die Spieler, jetzt, wo die Spieler mal technisch ein bisschen besser werden. Das ist schon ganz okay. Man of the Match, Torschütze Giert, by the way. Zweitbester Spieler ist Van Drongelen, hat heute hinten wirklich einen guten Job gemacht mit einer 8,6, ne? Mhm, danach kommt Fede. Mit einer 8,4, auch definitiv 8-4. Stark. Ja, gut, der ausgewechselte Claes hat seine Torvorlage beigesteuert. Erinnern wir uns ja noch an den Spielzug, war relativ solide. So, dann gucken wir, was die ganze Tabelle heißt. Das sind ja wieder weitere 3 Punkte. Sind mittlerweile 23, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, sind es ja auch. Oh, ja, warte, die anderen müssen noch spielen. Jetzt darfst du dich freuen. Jetzt darf ich mich freuen. Jungs! Der erste ist vom Mappen, steht das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte. Auf eins der ersten Bundesliga. Ach nee, Freunde. 11 Spiele, 7 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber wir haben auch eine brutale Defensive. Einfach erst 6 Gegentore. Also offensiv, wenn wir das mal abgleichen, so, da sind einige Mannschaften besser als wir. Gerade Hoffenheim mit 20 geschossenen Tore. 20 Tore. Die spielen auch aber mit 15. Ja. Klar, Mainz auch, Schalke. Das sind ein paar Mannschaften bei, die besser sind, aber wir haben da einfach einen extremen Lauf. Leute, 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 das könnt ihr euch jetzt einrahmen. So, und da haben wir jetzt noch eine Meldung. Also erstmal, Claes bedankt sich. Das ist ja jetzt so weit so gut. Und, gut, hier möchte spielen. Puh, okay, da müssen wir natürlich zusehen. Ich bin tatsächlich im Training noch nicht so weit, dass ich ihn da jetzt irgendwie einbinden könnt. Muss und gegen Leipzig jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge, ne? Soweit. Ja. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen und wünschen euch noch einen schönen Tag, ne? Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis.